Oh, verdammt, ich habe das Loch nicht gesehen. Was habe ich denn sonst noch für Waffen? Eigentlich nichts, was wirklich effektiv ist. Das Schwert ist auch nur aus dieser Nähe. Ja, könnte klappen. Level down, ja, danke. Jetzt kann ich den nämlich zuspammen damit und... Ja, komm, komm. Ja, ich habe ihn geschafft. Jawohl. Ich habe es dir noch gesagt. Ich tritt dir in den Arsch. So. Wir haben es geschafft. Nein, Misery. Ah, ihr habt es geschafft, wie ich sehe. Du. Du bist diese Hexe, die mich hier runtergeworfen hat. Diese Kinder, sind... Moment, ich hoffe für dich, dass die Kinder sicher sind. Ha, sei still. Du bist keine Mutter. Weißt du überhaupt, was das ist? Was? Ha. Das ist es, was ich an Robotern hasse. Das hier ist das Herz der Insel. Wenn du es, stoppt, dann wird die Insel zur Erde fallen. Ist das euer großer Plan? Die Insel mit euch zu zerstören in einem riesigen Inferno an Ruhm? Ihr Narren! Und der Doktor. Oh, hey! Was tust du hier? Oder was tut ihr hier? Nein, was tust du hier? Ich glaube, er spricht mit Misery. Bring den Kern ins Labor. Sofort. Es ist noch Zeit. Und was macht Misery? Sie macht einmal Also ist der Zauberspruch. Und Wasser. Nein, das Wasser steigt. Ah, Hilfe. Nicht Misery. Curly, hilf mir. Nein. Ich brauche Luft. Oh Gott, muss nach oben. Nein. Schneller, schwimm doch nach oben. Ich komme nicht weiter nach oben. Und ich habe keine Luft mehr, na toll. Aber es ist nicht das Ende. Deine Sinne schwinden und die Welt um dich herum wird dunkel. Wusstest du, dass die Hexenfrau Jenka einst einen Bruder hatte? Oh, okay, das ist neu. Das wurde mir vorher noch nicht gesagt, als ich das Spiel zum ersten Mal durchgespielt habe. Ich glaube, das liegt daran, dass ich den Kern jetzt ohne Booster besiegt habe. Sein Name war Ballos. Wie seine Schwester hatte er Kräfte weit stärker als die der Sterblichen. Fragezeichen. Du kannst atmen und... Girly... Curly hat uns ihre Blase gegeben, ihren Schild, und hat sich selbst dafür geopfert, dass wir weitergehen können. Na toll. Ein weiteres Opfer. Aber wir haben uns das Seil geholt, weil wir den Boss ohne Booster, weil wir uns den Booster nicht geholt haben und den Boss ohne Booster besiegt haben. Ah, Moment. Es gibt keine Antwort. Sie bewegt sich nicht, aber es sieht so aus, als wäre sie immer noch am Leben. Wirst du das Seil benutzen? Ja, wir benutzen das Seil. So, weil wir nämlich den Boss ohne den Booster besiegt haben und dass damit das Seil erschienen ist, was sonst nicht erschienen wäre, können wir Curly mitnehmen. Und wir müssen sie nicht hier in der Kammer zurücklassen. Ah, jetzt stellt euch mal vor, als ich das Spiel zum ersten Mal gespielt habe. Erst King stirbt, beziehungsweise eigentlich stirbt der Toroku zuerst, dann King gibt uns sein Schwert und die tolle Musik setzt wieder ein. Ah, dieses Spiel hat echt tolle Musik. Es ist unglaublich, dass dieses Spiel von einem einzigen Mann gemacht wurde. Also Musik, Grafik, alles. Und dass es auch noch so ein gutes Gameplay hat. Auf jeden Fall Toroko tot, King tot. Dann habe ich mir natürlich den Booster geholt, weil ich nicht wusste, dass man auch ohne den weitermachen kann. Dann ist Professor Booster gestorben. Und dann Curly. Und ich musste Curly zurücklassen, weil ich das Seil natürlich nicht bekommen habe. Das war schon, ja, sehr atmosphärisch, sagen wir es mal so. Und der Speicherpunkt hat sich bewegt. Aber egal. Ja, ich möchte speichern. Das Tor ist offen, aber... mache ich einen Schnitt? Nein, ich mache keinen Schnitt. Ich gehe noch weiter. Und zwar kommen wir jetzt in den Wasserweg. Das hier wird natürlich jetzt auch ein bisschen schwerer, weil ich den Booster nicht habe, aber kein Vergleich zum Kern. Den hoffe ich zumindest. Und Flugviecher! Und wir können unter Wasser atmen. Das ist eine super... Nein, keine Erfindung. Es ist ein super Fortschritt. Wir können unter Wasser atmen. Wir können uns hier jetzt bewegen, ohne ständig Luft schnappen zu müssen. Und, ja, Feuerball. Dankeschön, Feuerball. Raketen kann ich auch gebrauchen. Moment, was muss ich denn überhaupt wieder aufleveln? Erstmal den Polarstern. Ich glaube, das ist so die beste Variante, die ich erstmal machen kann. Was ist das? Na, egal. Ich habe halt jetzt nicht so hohe Reichweite. Das ist ein bisschen schade. Aber,
Hey, lass mich in Ruhe. Ihr klaut mir meine ganze Erfahrung. So, na toll. Level 1. Erfahrungskristalle. Du brauchst doch gar nicht so viel Erfahrung. So, hier muss ich auch aufpassen, dass ich nicht irgendwo sterbe, zum Beispiel. Darauf sollte ich aufpassen. Ja, ich möchte es nochmal versuchen. Ich muss aufpassen, dass ich dann da teilweise nicht irgendwo reinfliege, wo ich dann wieder zurückgeschwemmt werde. Das ist halt hier, man sieht jetzt schon, Moment, kann ich nach unten gucken? Ja, ich kann nach unten gucken. Überall Strömungen. Und ja, muss man halt aufpassen, aber das klappt schon. So, genau, ich mache die mit dem Schwert fertig und sammle dann für den Polarstern die Erfahrung ein. Das klingt doch nach einem Plan. Und euch, bei euch war der Feuerball sehr gut. So, bitteschön, ein Geschenk von mir für euch. Falsche Waffe. So. Mehr Erfahrung. Gebt mir Erfahrung. Ich nehme Erfahrung sehr gerne. So. Schwert. Schwert. Du bist das. Bäm. Und du auch. Und du. Und du hast recht. Und... Ah, ihr alle könnt mich mal. So. Oh, ja. Lebensenergie kann ich auch sehr gut gebrauchen. Da oben komme ich leider nicht dran. Wie mache ich euch jetzt am besten? Level 2. Moment, warum laden sich jetzt das auf? Egal. Schwert. Ich wusste es. So. Okay. Level up. Wunderbar. Raketen kann ich auch gebrauchen, aber Herzen doch noch mehr als Raketen. So. Du stirbst. Ich sag gerade total oft. So, habe ich den Eindruck. Irgendwie habe ich das mit einer höheren Reichweite in Erinnerung. Aber egal, ich habe den Polarstern. War gleich schon wieder. Keine Erfahrung dafür. Okay, das hat sich doch erledigt. Herz. Ach komm schon. Ich komm nicht dran. Mann. Dabei geht mein Sprite sogar über den vom Herz. Und Curly bleibt dahinter. Oh, ein Herz zwischen uns und mir und Curly. Wunderschön. Und wow, cool. Wassereffekte. Also, ich springe rein und das Wasser fliegt in die Richtung, die ich reinspringe und so. Cool. Aber machen wir mal weiter. Denn hier ist noch genug Wasser, mit dem wir herumplanschen können. Gib mir Erfahrung. Danke. Komme ich da hoch? Nicht, wenn die Fledermaus da ist. So. Wow. Ich dachte, ich könnte die mit... Oh, nein, Stacheln. Ich dachte, ich könnte die mit einem Schuss töten, aber das geht anscheinend nur mit dem Level 3 Schuss. Ja. Genau. Wie gesagt, ich kann sie nur mit zwei Schüssen töten momentan. Ich muss da hoch, ne? Ich mache dich fertig. Etwa so? Nein, ich treffe dich nicht. So? Nein? Ah, so geht's gut. Wunderbar, kommst du uns nicht in die Quere, weil von unten komme ich nicht hoch, weil da Wasser ist, da kann ich nicht so hoch springen. Und wie komme ich jetzt hier vorbei, ohne mich von den Stacheln treffen zu lassen? Gucken wir erstmal hier. Nein, da geht's nicht weiter. Gut, aber das ist kein Wasser, das heißt, ich kann ohne Probleme drüber springen. Gut. Und hier auch. Und Curly bleibt einfach auf dem Stachel sitzen, ja. Toll. Ja, ich habe leider nur 8 Leben. Da läuft das nicht so gut. Einen Schlag. Selbst wenn die mich nicht töten, sondern nur 10 Schaden machen, töten sie mich trotzdem. Weil ich halt nur 8 bzw. jetzt 10 Leben habe. Ja. Klingt logisch, ne? So, ihr wollt mir doch bitte Leben geben. Danke. Ich will jetzt keine Erfahrung haben, ich möchte Leben haben. Denn Leben kann ich hier sehr gut gebrauchen. So. So. Ey, wow, sie hören auf mich. Danke. Ist ja klasse. Ich muss nur aufpassen, dass ich sie so töte, dass ich drankomme. Wie zum Beispiel nicht so wie diese Raketen, denn da komme ich nicht dran. Warum kriege ich jetzt ein Level ab? Das konnte ich jetzt nicht gebrauchen. Aber Leben kann ich gebrauchen. Gut. Nein, du lässt mich gefälligst in... Dann halt so. Gut. Ah, Moment. Unterwasserfeuerbälle. Damit rechnet ihr nicht, was? Unter Wasser verbrannt zu werden. Das ist schon... Ah, das Herz komme ich wieder nicht dran. Na toll. Egal. Machen wir weiter. Max. Gut. Und da wir jetzt im Wasserweg sind, kriege ich bald eine neue Waffe. Zwar nicht hier, aber sobald wir diesen Wasserweg geschafft haben, kriege ich endlich die Waffe, die ich haben wollte. Warum ich mir die Waffe, für die ich auf das Maschinengewehr verzichtet habe. Okay, cool. Damit kann ich in einem viel größeren Radius sie besiegen. Das Herz nehme ich mit. Und euch, nein, ihr Erfahrungskristalle seid mir jetzt egal. Tut mir leid, ihr könnt später nochmal wiederkommen. Okay, es macht 10 Schaden. Es war natürlich jetzt doof, dass ich mich daher abtreffen lassen. Aber hier komme ich drüber. Und irgendwie sehen diese Stacheln so ein bisschen aus wie so eine Metal-Geste. So. Ah. Da das Kleine ist der kleine Finger und das Lange ist der Zeigefinger. Und dazwischen sind
naja, ein paar zu viele Finger, aber das ist egal. Das ist nur nebensächlich.